Eine Frage, die die Region betrifft, vielleicht den Tourismus, vielleicht den Energiesektor, wo alles eigentlich zusammengefasst wird. Es geht um das Pumpspeicherwerk Schmalwasser. Da muss ein Oberbecken geschaffen werden. Das ist sehr, sehr nah am Rennsteig. Es ist ein riesiger Eingriff in die Natur. Der Herr Wirth stellt die Frage an Christian Hürte, weil er von ihm auch ein Zitat in der Zeitung vor kurzem erst gelesen hat. Verbietet das Thüringer Wald-Naturparkgesetz nicht eigentlich so einen Eingriff? Und wie kann man, wenn man schon dort arbeitet, die Bewahrung des Rennsteigs im Einklang mit dieser Baumaßnahme bringen? Also für diejenigen, die das nicht wissen, es gibt ja die Überlegung eines großen Unternehmens, der Firma Trianel, an einer Talsperre das Projekt auszuweiten, noch ein weiteres oberes Becken zu bauen und dort ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen in der Nähe von Tambach-Dietharz. Und jetzt ist es so, das ist heute ja schon mal Thema gewesen, dass wir uns in einer Umstrukturierung unseres Energiewirtschaftssystems befinden, dass erneuerbare Energien immer mehr zunehmen. Und wer A sagt, mehr Erneuerbare, sagt auch B, fluktuierende Energieerzeugung, schwankende Energieerzeugung, der muss dann auch C sagen, logischerweise Speicherung. Und deswegen ist es sicherlich sinnvoll zu prüfen, ob und gegebenenfalls unter welchen konkreten Umständen dann auch solche Speichermöglichkeiten, wie zum Beispiel auch ein Pumpspeicherkraftwerk, eingesetzt werden können. Bei dem konkreten Pumpspeicherkraftwerk war es so, dass es einen Antrag gibt, wohlwollend kritisch, ausgehend eben von dieser Situation, zu prüfen, ob künftig an der Stelle dort ein Pumpspeicherkraftwerk installiert werden kann. Und was der Frager ja schon mit seiner Frage deutlich macht, im Rahmen dieser Prüfung ist eben ganz, ganz wichtig, die Belange vor Ort, seien es naturschutzfachliche Belange, seien es touristische Belange, seien es aber auch Belange der Anwohner, genau zu prüfen, ob das am Ende überhaupt geht, das alles unter einen Hut zu bringen. Und nur wenn es am Ende möglich ist, dann kann man am Ende auch eine solche positive Entscheidung treffen. Das kann aus heutiger Sicht eigentlich noch keiner sagen, sondern aus heutiger Sicht muss es eher darum gehen, dem Grunde nach überhaupt ein Prüfverfahren zu beginnen, indem man schaut, ob ein solches Pumpspeicherkraftwerk möglich ist, um genau das, was der Frager angesprochen hat, zu ermöglichen, nämlich die verschiedenen Interessen zusammenzubringen. Da frage ich doch mal bei der CDU-Fraktion nach. Da wird geprüft und nachgeschaut. Ich vermute, die CDU-Fraktion hat auch schon geprüft und nachgeschaut und genau reingehört. Wie ist denn die Situation da vor Ort, derer Leute, die dort wirklich wohnen? Also wir wollen als Landesfraktion den Energieumbau mit Augenmaß. Und wir sind speziell bei dieser Frage dieses Pumpspeicherkraftwerkes eher skeptisch und auch zurückhaltend. Wir haben jetzt vereinbart mit der Bürgerinitiative, dass wir uns Mitte März, 13. März treffen, um mit den Bürgern, die dort vor Ort engagiert sind, zu reden, wie sehen das die Leute vor Ort? Weil am Ende die vor Ort leben, in der Region leben, die müssen ja mit dem Pumpspeicherwerk, wenn es denn da wäre, auch zurechtkommen. Und das ist ein Punkt, dass wir diese Interessengruppen hören wollen. Der zweite Punkt ist, dass wir aufbauen müssen bei dem Energieumbau mit Augenmaß, dass nicht eine Region in Thüringen in besonderer Weise jetzt belastet wird. Wir haben ja die Debatte um die 380 kV-Leitung, die geht auch durch den Thüringer Wald über den Rennsteig. Wenn jetzt sozusagen im Thüringer Wald auch ein Pumpspeicherwerk hinkäme, wäre das zweite Mal die Region in besonderer Weise betroffen. Und da muss man einmal mehr drauf schauen, weil natürlich am Ende gelingt der Energieumbau, den der Christian Hürte auch sozusagen von bundespolitischer Seite her begleitet, gelingt nur, wenn wir zwei Dinge erfüllen. Es muss bezahlbar bleiben, die Energie, und es muss Versorgungssicherheit da sein. Und jetzt rennen alle durch die Bundesrepublik, jeder hat Vorschläge, jeder will was bauen. Die einen machen Offshore-Anlagen für 1 Milliarde, haben gar kein Kabel, was dann den Strom, der von der Nordsee hergestellt wird, überhaupt ans Land bringt, geschweige denn irgendwo dorthin, wo die Industrie steht. Die nächsten wollen Windräder im Thüringer Wald bauen, ohne zu wissen, was sie damit wollen. Und die einen schalten einfach Atomkraftwerke ab, die nächsten holen sich ihren Strom aus der Tschechei mit neuen Atomkraftwerken, die schlechtere Standards haben als unsere, die mal abgeschalten haben. Deswegen sagen wir, es macht Sinn, erstmal so einen Masterplan aufzustellen, dass sich alle Bundesländer und der Bund gemeinsam auf ein Konzept verständigen. Und wenn das da ist, dann kann man schauen, wie klärt man diese Fragen, die Christian Hürte angesprochen hat, der Speicherung, des Transports, auch der Bedarfe. Jeder weiß ja, so ein Pumpspeicherwerk, wir haben ja schon mal Thüringen eins gebaut, ein ganz großes in besonderer Weise, Goldesteil. Das baut 10 Jahre sich mindestens dahin. Und vielleicht ist in der Frage in der Zwischenzeit, wenn man die Forschung intensiviert, die Frage der Speicherkapazitäten auch in anderer Weise schon gelöst. Und man hat diese Milliardeninvestitionen nicht machen müssen. Deswegen ist es, glaube ich, gut, sehen wir ja alle so, die Bundespolitiker, wir Landespolitiker, die Bedürfnisse vor Ort und die Bedürfnisse, die aus Energieumbau gehen, in guten Einklang zu bringen und lieber einen Schritt langsamer zu gehen,
als jetzt schnelle Entscheidungen zu machen, die wir am Ende nicht mehr einholen und nicht mehr bezahlen können.